und dann schicken wir sie auch gleich mit Limit. Dann machen wir gleich Limit auf ihn. Ich finde den Limit so geil. Und dann hauen wir ihn weg. Dieser Boss ist ein bisschen spezieller. In seiner Endphase, also die Phase, die er jetzt einnimmt. Ich werde das Kommando mal schnell zu mir holen. Wir sehen diese Felder auf dem Boden und da dürfen wir uns nicht reinstellen. Irgendwann macht der junge Schmalfuß hier. Ach, das dürfte nur mich treffen. Genau diese Attacke. Gravitation, ne, Hyperdimensionsschlag. Und dann droppt hinter uns ein Portal. Wenn wir in diese Nähe dieses Portals kommen, kriegen wir Verwundbarkeitsstacks. Je mehr wir davon haben, der feste Glaube, der schubst einen weg. Und dann macht er halt wieder Dimensionskollaps oder. Ja, oder so. Also auf jeden Fall ein AOE. Wenn man drin stehen bleibt. Dimensionsriss ist etwas. Ja, jetzt bin ich zum Beispiel in der Nähe der Verzerrung gekommen, des Ether-Dingsbums. Das nehme ich mal weg. Da kommt wieder der Hyperdimensionsschlag. Einfach ausweichen. Das Kommando kann zum Beispiel keine Stacks sammeln. Das ist auch mal was Feines. Und dann machen wir ja maximalen Damage. Wieder ausweichen. Ein bisschen AOE-Schaden haben sie gekriegt. Da kommt dann der feste Glaube. An der Stelle kann man auch garantiert Unbeirrbarkeit ziehen. Dimensionsriss macht halt, ja. Es gibt halt diese Ether-Spalten und wenn man da reinkommt, dann gibt es Verwundbarkeitsstacks. Die muss man nicht unbedingt sammeln. Weil, nein. Muss einfach nicht und fertig. So, das war auch der zweite Boss.